Kann man Online-Rezensionen wirklich vertrauen? Wie groß ist das Business der Fake-Bewertungen? Die Antworten jetzt bei Galileo. Die folgende Sendung wird dir präsentiert von Lieferando.de. Beim Online-Shopping macht es Galileo-Reporter Matthias Fiedler wie viele von uns. Bevor er sich für ein Produkt entscheidet, schaut er nach, ob andere es positiv bewertet haben. Wenn viele Sterne vergeben wurden, kann man doch nichts falsch machen. Oder doch? Sind die echt oder sind die alle gefaked? Das will ich heute mal herausfinden. Also ich gehe schon davon aus, dass man die ernst nehmen kann, ja. Es macht einen Großteil der Kaufentscheidung aus, ehrlich gesagt. Ja. Also ich wurde bisher von den Bewertungen noch nicht wirklich enttäuscht. Mhm. Wissenschaftler sprechen vom Phänomen des Social Proof. Wenn andere Kunden positive Erfahrungen mit bestimmten Produkten gemacht haben, dann verlässt man sich darauf. 70% aller Kunden vertrauen Online-Bewertungen. Darum ist es für Hersteller enorm wichtig, viele und möglichst gute Bewertungen zu bekommen. Deshalb wird in diesem Bereich auch viel gefaked. Wir machen uns auf den Weg nach Passau. Hier wollen wir gemeinsam mit der Firma Yamazaki ein Experiment wagen. Finden wir Menschen, die für ein Produkt gefälschte Bewertungen gegen Geld schreiben? In einem großen Logistikzentrum trifft Matthias Startup-Gründer Saša Gvozdenović. Er stellt biegsame Bluetooth-Lautsprecher her. Seine Firma gibt es seit 2 Jahren. Die mobilen Lautsprecherboxen verkauft Saša auf Amazon. Bisher allerdings erst 54 Stück. Online ist natürlich schon ein schwieriges Umfeld. Natürlich gibt es sehr viele Anbieter. Wir bieten bei Amazon unser Produkt an. Aber dort gefunden zu werden, ist eben gleich der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Saschas Lautsprecherboxen findet man auf Amazon erst auf Seite 15. Das ist die vorletzte. Der Grund? Es gibt bislang nur 7 Online-Bewertungen. Weil wenige Kunden sofort eine Bewertung schreiben. Die meisten, die zufrieden sind, schreiben erstmal gar keine. Einmal nur 1 Stern, einmal 2 Sterne. Da sprichst du einen wunden Punkt an, weil diese Kunden den Lautsprecher auch nie gekauft haben. Das haben wir geprüft. Das sind bewusste Schlechtbewertungen von irgendjemand, der uns schaden will. Fake-Bewertungen von Konkurrenten? Amazon tut nichts dagegen, obwohl Saša den möglichen Missbrauch schon vor 2 Monaten gemeldet hat. Kann man da nicht mit ganz vielen positiven Bewertungen gegensteuern? Würdest du dir für Geld gefälschte Bewertungen kaufen? Nein. Das wäre Beeinflussung, das wäre Betrug. Und Betrug am Kunden. Ich würde gerne mal so ein kleines Experiment machen. Weil es ja heißt, das ist heutzutage total einfach, sowas zu kaufen. Wie leicht kann man Bewertungen kaufen? Saša möchte sein Produkt nur mit echten Bewertungen bei Amazon und Social-Media-Plattformen präsentieren. Trotzdem macht er mit uns den Test. Matthias Fiedler wird sich hierfür gleich als Marketingchef von Saschas Firma ausgeben. Dazu bekommt er auch einen neuen Namen. Matthias Stern, Marketing, hi. Wir schreiben 15 Agenturen an, die Online-PR machen und wollen wissen, wer verkauft uns gefakte Amazon-Bewertungen. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich wirklich auftrete als Teil deiner Firma, damit ich dann auch ernst genommen werde von diesen Firmen. Damit es echt aussieht, bekommt Matthias eine Firmen-E-Mail und eine extra Telefonnummer, die auf unser Handy weitergeleitet wird. So können sich die PR-Agenturen später bei uns melden, ohne Verdacht zu schöpfen. Man merkt auf jeden Fall, wir brauchen was. Ich glaube, das ist ein sehr guter Köder. Und jetzt schauen wir mal, wer darauf reagiert. Wenn die uns jetzt hier 50 zum Sonderpreis anbieten, darfst du aber nicht schwach werden, okay? Nee. Matthias Stern. Super, das Experiment läuft. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich habe zu danken. Wir sehen uns in einer Woche. Ich hoffe, ich habe Ergebnisse dann. Ich bin gespannt. Tschüss. Nun heißt es erstmal abwarten. Wie reagieren die Agenturen auf unser unmoralisches Angebot? In der Zwischenzeit wollen wir mehr über die Menschen herausfinden, die regelmäßig Online-Rezensionen schreiben. Was sind das für Leute? Nur 7% aller Deutschen schreiben Bewertungen. Besonders fleißige Rezensenten werden unter Umständen sogar eingeladen, bestimmte Produkte zu Hause zu testen. Amazon hat dafür vor 6 Jahren den Amazon Wine Club gegründet. Die Mitglieder wählt Amazon selbst aus. Bewerben kann man sich nicht. Der Online-Versandhandel macht zum Wine Club weniger Angaben. Man verrät uns noch nicht einmal, wie viele Mitglieder es gibt. Wir sind auf dem Weg nach Mannheim, denn wir haben ein Mitglied gefunden, das mit uns drehen möchte.
Wir sind jetzt auf dem Weg zur Tanja und die Tanja ist Produkttesterin im Amazon Wine Club. Problem an der Sache, ich weiß gar nicht, ob die mich gleich reinlässt, denn gestern hat die Tanja den Dreh abgesagt. Amazon macht auch Druck auf sie, also es gibt Auflagen, wir dürfen die Bedienoberfläche vom Wine Club nicht zeigen. Alles höchst geheimnisvoll. Obwohl wir alles mit Amazon geklärt haben, hat Tanja Angst, gegen die strengen Auflagen des Wine Clubs zu verstoßen und dann aus dem Programm geworfen zu werden. Spricht sie trotzdem mit uns? Es sieht gut aus. Hi Tanja, hallo. Hi, ich bin Matthias. Tanja ist von Anfang an dabei. Über eine Homepage bestellt sie sich die Produkte zum Testen, völlig kostenlos. Knapp 1700 Produkte hat Tanja schon bewertet. Darunter einen Wasserhahn, Kochtöpfe, Thermoskannen, Gewürze, allerhand Küchengeräte. Aber auch hochpreisige Produkte wie ein Notebook. Kameras, Pulsmesser und ganz viel Spielzeug. Der Warenwert der Testprodukte mehrere tausend Euro. Da sind ja schon ordentlich Pakete angekommen. Ja, die will ich dann heute endlich mal aufmachen. Ist das dein Tagespensum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bewertungen am Tag? Nein, das sind die Pakete von der Woche. Das ist ja richtig Arbeit, so viele Bewertungen zu schreiben, oder? Mir macht das Spaß. Ich finde, es ist keine Arbeit. Okay. Tanja ist selbstständig und kann von zu Hause aus arbeiten. So hat sie genügend Zeit für alle Produkttests. Mir wird das ja auch Spaß machen. Merke ich gerade. Ja, du musst dann aber auch nicht das Altpapier immer verräumen. Ja, gut. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Zu guter Letzt hier noch. Nicht ganz. Vor der Tür wartet der Paketdienst. Hallo. Hallo. Oh, wow. Ui, so viel heute wieder? Ja. Es rappelt im Karton. Dum, 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 dum. Alle 2 bis 3 Tage bestellt Tanja im Wine Club neue Produkte. Das hört ja gar nicht mehr auf, Tanja. Nee, im Moment nicht, ne? Zugriff auf alle Waren hat sie dort aber nicht. Amazon lässt sich die Produkttests von den Herstellern und Händlern teuer bezahlen. Nur diese Produkte sind dann auch im Wine Club verfügbar. Der gierige Goblin. Ja, ich fand, der Karton sah süß aus. Also kann man es ja mal testen. Ja gut, aber das ist jetzt ja richtig Arbeit, oder? Wenn du jetzt diese ganzen Produkte testest, das ist ja wie ein Job. Aber du bekommst jetzt kein Geld dafür. Nein, ich bekomme nichts. Oder irgendwie Ermäßigung bei Amazon. Nein, oder so. Nichts. Gar nichts. Mm-mm. Dürftest du die dann auch verkaufen? Nein. Okay. Ich muss die Sachen 6 Monate aufbewahren. Hm? Danach kann ich sie wegwerfen oder ich kann sie auch verschenken. Was war das Teuerste, was du jemals... Oh. Es müsste meine Kamera gewesen sein. Wie teuer? So 1000 bis 1500, als sie gekommen ist. Wobei, schön. Ich muss sagen, ich schaue nicht auf die Preise. Der Gartentisch für heute. Ein Gesamtwert von 244 Euro. Alles aus dem Wine Club. Wie bitte kommt man da rein? Ich denke mal, alle Zuschauer fragen sich das jetzt auch gerade. Tja, das frage ich mich selber auch. Amazon hält sich ja auch uns gegenüber sehr bedeckt. Ist ja schon ein bisschen geheimnisvoll, oder? Wir wissen auch nicht, wie viele wir sind. Wir wissen nur, dass es den gleichen in den USA und in Großbritannien auch gibt. Bewertest du den anders, wenn du einen Artikel geschenkt bekommen hast? Du bewertest ja auch deine Käufe. Ich bewerte so, wie ich als Kunde es lesen wollen würde. Mhm. Ist mir völlig egal, ob ich einen Artikel geschenkt bekommen habe oder kaufe. Laut Studien bewerten Menschen, die ein Produkt geschenkt bekommen, 0,6 Sterne besser als andere. Ganz unbewusst. Bei Tanja ist das nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Bewertung geschrieben. Okay. Und würde gerne mal miterleben, wie du das machst. Wie bewertet man so ein Kuscheltier? Tanja vergleicht zuerst die Produktbeschreibung auf Amazon. Stimmt beispielsweise die Größe des Stofftieres? Ein weiterer Punkt, die Qualität und Belastbarkeit des Materials. Die Nähte sind gut, der Haken. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall drauf hinweisen. Mhm. Wenn du das alles jetzt abwägst, wie viele Sterne kriegt der Tropfen? Ich habe jetzt 5 Sterne aufgeschrieben. Hier hat alles gepasst. Bewertungen von Weinmitgliedern erkennt man übrigens an der blauen Schrift. Es wird auch extra darauf hingewiesen, dass die Testprodukte gratis waren. 30 Minuten hat allein der Test des Kuscheltiers gedauert. Was für ein Aufwand. Ein Leben ohne den Wine Club? Für Tanja kaum vorstellbar. Meine Startseite am Smartphone, an jedem Computer, ist sowieso Amazon Wine. Schau rein, ob es einen neuen Produktvorschlag gibt. Das dann spätestens eine halbe Stunde später wieder. Ich werde auch ganz unruhig, wenn ich mal kein Internet habe. Einen Blick auf die Homepage des Wine Clubs dürfen wir leider nicht werfen. Amazon hat Tanja verboten, uns das zu zeigen.
Warum diese Geheimniskrämerei? Wir fahren nach Hamburg und fragen bei Online-Marketing-Experte Krishan Kubertzig nach. Warum macht Amazon so ein großes Geheimnis um diesen Wine Club? Man könnte ja denken, dass sie was zu verbergen haben. Ja, das Problem vom Amazon Wine Club ist natürlich, dass es eine sehr umstrittene Art ist, Bewertung für Händler zu generieren. Denn das, was sie da machen, ist schon ein Graubereich. Auf der einen Seite ist es kein offensichtliches Fälschen von Produktbewertungen, weil es ja echte Produkttester sind, die allerdings die Produkte gratis bekommen. Damit ist es eigentlich wieder eine Beeinflussung des Rezensenten. Und ob das dann alles noch so wirklich sauber und transparent ist, ist halt die Frage. Der Weinclub ist also eine Grauzone. Kannst du abschätzen, wie viel Prozent der Online-Bewertungen gefaked sind? Ja, leider muss man davon ausgehen, dass so 20-30% aller Bewertungen im Netz manipuliert sind. Jede dritte ist nicht echt. Leider ja. Wie viel Geld wird damit verdient? Wie schätzt du diesen Markt ein? Ach, das geht definitiv mittlerweile in die Millionen. An die Betrügeragenturen wollen wir durch unser Experiment mit dem Lautsprecherproduzenten Yamazaki rankommen. Werden uns wirklich gefälschte Bewertungen verkauft? Ja, es hat sich schon ein erster Interessent gemeldet, der mir und meiner kleinen Firma helfen möchte. Und den rufe ich jetzt mal an und guck mal, was da in Sachen Amazon so geht. Matthias Stern hier von Yamazaki. Guten Tag. Die Agentur bietet uns zuerst nur Produkttests an. Aber man muss immer solche Tests machen, oder geht das auch irgendwie anders? Natürlich können wir uns 30 Taiwanesen kaufen, die Bewertungen abgeben, die nicht verifiziert sind, die wir verfasst haben. Aber hier mit irgendwelchen Fake-Geschichten zu arbeiten, unter uns beiden gesprochen, lassen Sie es gut sein. Das mache ich auch nicht. Eine klare Absage. Wir suchen weiter nach den schwarzen Schafen in diesem Business. Was wir bisher über sie wissen, viele dieser Agenturen haben im Hintergrund mehrere Texter, die Fake-Bewertungen schreiben, häufig auch im Ausland. Der Text wird vorher gemeinsam mit dem Kunden besprochen. Solch einen Texter haben wir im Zuge unserer Recherche gefunden. Tom? Hallo. Hi, Matthias. Hallo. Puh, ich dachte, du kommst nicht. Das Interview findet ganz anonym in einem Hotel statt. Denn was Tom macht, ist illegal. Sein Hauptgeschäft, gefälschte Google-Bewertungen. Mal soll er einen Schlüsseldienst, mal Friseure oder Restaurants positiv bewerten. Es sind aber auch Arztbewertungen auf Plattformen wie Yameda dabei. Wie läuft denn das jetzt genau mit den Bewertungen? Was machst du? Ich schreibe Bewertungen für Geld. Es gibt eine Agentur, die gibt mir quasi Aufträge per E-Mail, schickt mir eine Liste von Firmen, die gern Bewertungen haben wollen. Der junge Student macht das seit einem halben Jahr regelmäßig. Pro Fake-Bewertung bekommt er 4 bis 6 Euro. Also reich wird man davon nicht, aber es ist ganz ordentliches Zubrot. Rund 40 Fake-Bewertungen schreibt Tom jeden Monat. Das bringt ihm bis zu 240 Euro ein. Heute soll er auf Google ein Elektrogeschäft bewerten. Also ganz wichtig, IP-Adresse verschlüsseln. Das macht dieses Programm jetzt hier. Genau. Dadurch kann sich Tom anonym im Netz bewegen. Über jeden Auftrag führt er akribisch Buch. Auch die E-Mail-Adressen, die er für die Fake-Bewertungen benutzt, notiert er. Denn spätestens für jede zweite Bewertung braucht er eine neue Adresse. Sonst wird's auffällig. So, wir werden jetzt einfach hier eine neue Bewertung schreiben. Er kriegt natürlich 5 Sterne. Also teilweise mache ich es wirklich so, dass ich mal so einen Rechtschreibfehler einbaue, weil es wirklich ein bisschen realistischer rüberkommt dann. Was wollen wir noch schreiben? Freundliches Personal, Preise sind okay. Ist das nicht auffällig, wenn man immer 5 gibt? Das ist in der Tat auffällig. Also ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch mal zwischendurch 3 oder 4 Sterne geben sollte, aber das wollen die alle nicht. Die wollen tatsächlich immer 5. Bist du schon fertig? Ist das jetzt deine Bewertung gewesen, die 3 Sätze? Genau. Da haben wir's. Das ist aber eine mickrige Bewertung. 5 Euro verdient, okay. Liest du dir überhaupt noch Bewertungen durch? Also bei sowas würde ich tatsächlich sagen, wenn da alle 5 Sterne geben, da würde ich nicht drauf hören. Das Elektrogeschäft hat 6 Bewertungen, 5 davon sind allein von Tom. Das heißt, dieses ganze Unternehmen hat eigentlich erst eine echte Bewertung. Genau, und wobei, ob die ist vielleicht auch gekauft. Genau, das weiß ich nicht, ob die auch gekauft ist. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Also mir ist es auch irgendwie suspekt, wie sich im Internet die Leute auf so völlig fremde, anonyme Meinungen verlassen können. Also wenn du so durch die Fußgängerzone gehst und da kommt plötzlich einer auf dich zu und sagt, hey, du musst in den Laden rein, der ist echt toll, dann würdest du auch sagen, lass mich in Ruhe. Ist das jetzt hier, was du machst, Betrug? Nee. Es ist Werbung, es ist bloß verschleierte Werbung und das ist ja auch jetzt keine Erfindung von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da strafbar mache, also... In Deutschland gelten manipulierte Bewertungen als Schleichwerbung und sind wegen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb verboten.
Konsumenten müssen immer erkennen können, ob eine Bewertung echt ist oder manipuliert. Wer das missachtet, muss sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren rechnen. Tom hat keine Angst, aufzufliegen. Sein nächster Auftrag, eine Arztbewertung bei Yameda. Hier gibt es keine Sterne, sondern Schulnoten. Das heißt, du schreibst eine Bewertung für eine Arztpraxis, wo du gar nicht warst? Genau. Ja, das ist ja schon heftig. Jetzt habe ich, stell dir mal vor, du hast ein medizinisches Problem und liest dann die gute Bewertung, verlässt dich drauf, gehst hin und der Arzt kann nichts. Ja, wobei es... Ich schreibe ja nicht, was der Arzt kann. Das sind so allgemeine Sachen, so, also kurze Wartezeit, freundliches Personal, solche Sachen. Also. Aber da ist ja jetzt ja auch Behandlung, Aufklärung, Vertrauensverhältnis. Und wenn du da eine 1 gibst, dann ist es ja schon eine ziemlich dreiste Lüge, ne? Kann man so sehen, ja. Auch manchmal moralische Bedenken oder gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Gibt es für dich auch Grenzen, was du nicht machen würdest? Also es haben auch schon ein paar Leute angefragt, ob ich schlechte Bewertungen für die Konkurrenz hinstellen könnte. Mhm. Die haben auch relativ viel Geld geboten, teilweise 25 Euro pro Bewertung, aber da habe ich dann gesagt, nee, Leute. Auch für Tom gibt es Grenzen. Doch wie kann man Fake-Bewertungen erkennen? Das zeigt uns Online-Marketing-Berater Krishan Kubertzig am Beispiel eines Schnorchelsets, das wir bei Amazon gekauft haben. Das ist das Teil hier, ne? 4,5 Sterne, 59 Bewertungen. Und so ein Teil kaufe ich dann einfach mal. Ne? Auf den ersten Blick sieht das vielleicht auch alles ganz gut aus, aber wir können jetzt ja mal ein bisschen tiefer einsteigen und mal schauen, ob hinter den Sternen denn auch echte Bewertungen stecken. Sortier mal ein bisschen anders und zwar nicht nach top bewertet, okay, sondern nach neueste zuerst. Ja. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wann die Bewertungen zustande gekommen sind. Und man sieht das hier jetzt schon. Ein Großteil der Bewertungen ist irgendwie alle am selben Tag geschrieben worden. 10. November, 10. November, 10. November, 10. November. War noch einer am 10. November. Die haben ja alle am 10. November bewertet. Richtig. Und das ist dann doch schon sehr ungewöhnlich. Noch eine ganze Seite. Noch einer, noch einer, noch einer. Das ist echt billig gefälscht, ne? Das sieht sehr stark danach aus, ja. Krishan hat noch einen Tipp. Man kann sich bei den meisten Plattformen ja die Profile der Bewertenden anschauen. Man sieht ja jetzt hier schon, das ist ein Amazon-Kunde. Die heißen alle Amazon-Kunde nur, ne? Genau, der hat keinen echten Namen angegeben. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Produkte noch so bewertet wurden, oh Wunder, es ist zufällig alles vom gleichen Hersteller, dann ist auch das ein bisschen offensichtlich. Wenn also ein Rezensent nur Produkte der gleichen Marke bewertet, sind es mit großer Wahrscheinlichkeit Fake-Rezensionen. Es gibt aber auch Online-Tools, die erkennen können, ob eine Bewertung echt ist. Bei ReviewMeter muss man den Amazon-Link in ein Feld hineinkopieren. Das Tool enttarnt dann sofort, welche Bewertungen gefälscht sind. Links die aktuelle Amazon-Bewertung, rechts die gefilterte, echte Bewertung. 50 falsche Bewertungen für meine Brille. Wie versuchen die Plattformen, sich vor sowas zu schützen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also einige Plattformen haben natürlich mittlerweile eigene Abteilungen, die sich damit auseinandersetzen, gefälschte Bewertungen zu identifizieren. Aber für viele dieser Plattformen ist es eben halt auch so, wenn die positive Bewertung haben, verkaufen die halt auch mehr. Das heißt, die Frage ist immer, wie groß ist dann wirklich das Interesse, die gefälschte Bewertung tatsächlich zu beseitigen? Wir machen uns wieder auf den Weg zu Sascha. Mit ihm haben wir ein Experiment gewagt. Können wir Fake-Bewertungen für sein Produkt kaufen? Von den 15 angeschriebenen PR-Agenturen lehnen 9 unser unmoralisches Angebot direkt ab. 2 andere Agenturen sagen zwar, dass es generell möglich ist, Bewertungen zu kaufen, wollen uns aber lieber längerfristige Produkttests anbieten. Viele Agenturen vermeiden einen schriftlichen Kontakt, weil auch E-Mails als Beweismittel vor Gericht verwendet werden können. Unser Experiment? Kein Erfolg. Zumindest noch nicht. Kurz nach unserem Dreh bekommen wir einen Anruf. Hallo, Matthias Stern hier. Ich spreche jetzt mal Klartext. Ich habe halt auch gehört, dass man das auch direkt kaufen kann, ohne Test. Ja, das wäre auch möglich. Können Sie mir irgendwie mal einen Anhaltspunkt geben, was da finanziell auf uns zukäme? Also sagen wir jetzt mal 15 positive Bewertungen. Da kostet eine Bewertung 39 Euro. Uns drängt halt die Zeit. Wir würden das gerne schneller haben. Wir können Ihnen morgen ein Angebot schicken. Dann müssten Sie in Vorkasse treten und dann legen wir übermorgen los. Jo, frohe Weihnachten. So, da haben wir es doch. 39,99 Euro für eine nicht verifizierte Bewertung. Wie die Fake-Bewertungen genau zustande kommen, will uns der Agenturmitarbeiter nicht verraten. Wir konfrontieren Sascha mit dem Ergebnis.
Also irgendwie schon doch, was ich so vermutet habe, aber was ich eigentlich gar nicht hören wollte. Am meisten schockiert mich ja, wie blauäugig ich mein Leben lang mit solchen Bewertungen umgegangen bin. Dabei haben wir jetzt gelernt, Großteil dieser Dinger sind gefaked. Ich werde nicht mehr einfach glauben, sondern wirklich hinterfragen, ist das echt oder nicht. Und noch eins werde ich tun, Selbstbewertungen schreiben.